Und herzlich willkommen zu meinem Einladungsvideo zum diesjährigen Adventsspiel in meinem Blog. Da gibt es zu gewinnen mehrere Bücher, aber ich werde euch im Laufe des Videos, es geht ja ums Thema Reisen diesmal, sagen, warum es um Reisen geht und vor allem auch erzählen übers Gesetz der Anziehung, wo ich zwei kleine Büchlein vielleicht auch mal kurz erwähne oder mehrere. Aber erstmal geht es um die Bücher, die ihr im Adventsspiel gewinnen könnt. Ihr könnt als ersten Platz ein Exemplar des Buches Die Pferdemafia gewinnen. Und zwar dieses und nicht dieses. Das ist nämlich die neue Version, die man jetzt auf dem Markt auch bekommen kann, die deswegen entstanden ist, weil das Mustang Makeover mich verklagt hat. Und da sind auch einige neue Passagen drin, zum Beispiel über die Katja Schnabel. Es ist hier ein Jahr vergangen, bis ich den Prozess gewonnen hatte. Und ich habe halt einen Gastbeitrag auf Wunsch rausgenommen. Und der ist hier noch drin. Der ist rausgenommen worden, weil sein Name nicht im Zusammenhang mit einer Klage er das sehen wollte. Die Klage ist aber jetzt gewonnen. Deswegen denke ich mal, dass ich dieses eine Exemplar, was es nur ein einziges Mal gibt, auch verlose. Dafür aber nicht das neue. Das könnt ihr dann im nächsten Jahr entweder gewinnen oder halt auch vorher selbst bestellen. Auf dem zweiten Platz ist dann noch ein journalistisches Buch von mir. Da geht es um den Fall Peter Pfister. Und der Peter Pfister, der hat ja ein Pferd in den Tod trainiert. In beiden Büchern, die ich euch vorgestellt habe, geht es natürlich um Pferdethemen, um Pferdetraining. Aber es geht auch um Journalismus und um die Funktion von Journalismus und wie wichtig der öffentliche Debattenraum für die Demokratie ist, was eigentlich mein ganz, ganz großes Thema ist. Deswegen verlose ich nicht nur diese beiden Pferdebücher, sondern auch meine beiden politischen Bücher, Corona und andere Verbrechen, was sich auch gut eignet zum Verschenken, um Leute aufzuklären. Weil die ganze Zeit in der Diskussion zu sein, ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Und Leute zu überzeugen, es ist notwendig, aber das kann man vielleicht nicht jeden Tag. Weil da geht man selbst auch dran kaputt, man muss ja da die Waage halten. Wenn man so eine Diskussion hatte, oder die werden ja auch oft abgebrochen, diese Diskussion. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit zu sagen, naja, wir haben das Gespräch ja leider nicht zu Ende führen können. Aber ich schenke dir dieses Buch zu Weihnachten oder einfach so. Das ist da sehr gut geeignet. Wenn man so ein Gespräch nicht hatte, dafür habe ich auch ein Buch quasi geschrieben. Das habe ich eigentlich in der Erstausgabe, war das nur eine Satire über das Jobcenter oder meine Erfahrungen mit dem Jobcenter. Die habe ich aber jetzt erweitert. Es ist halt eine Satire, es ist lustig, es ist amüsant zu lesen. Aber so ein bisschen Politik ist da halt auch drin. Und zwar gerade im Vorwort. Da geht es halt um die Ursula von der Leyen, um die Agenda hinter Hartz IV. Und Corona ist jetzt hier nicht so das Thema, aber wir erfahren, dass all unsere Spitzenpolitiker oder fast alle oder Staatsoberhäupter Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums sind. Und das Weltwirtschaftsforum hat ja beim Event 201 tatsächlich eine Pandemie geplant. Wenige Wochen bevor das Coronavirus ausgebrochen ist. Das wird im Vorwort nur ganz kurz angerissen. Dann bekommt der Leser quasi, der da mit dem Buch beschenkt wird, eher Amüsement. Und dann im zweiten Teil, die größere Erweiterung, kommen auch nochmal, also eine Satire kommt noch hinzu, aber dann erzähle ich halt von meinen ureigenen Erfahrungen mit dem Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung funktioniert so, man wünscht sich nicht nur etwas, sondern man stellt sich vor, man hat es schon. Das ist ganz entscheidend, weil man muss ein bestimmtes Gefühl ans Universum senden. Und jetzt ist es das Thema Reisen, was ja abgefragt wird. Es ist ganz leicht. Viele Sachen, die kann man wahrscheinlich schon von sich aus so beantworten und weiß sie einfach bei manchen Fragen. Bei anderen Fragen ist es ganz einfach. Ich verlinke immer den entsprechenden Reisebericht und meistens seht ihr schon in der Überschrift, zum Beispiel, in welchem Land waren wir, klickt mal an und sieht direkt das Land, wo wir waren. Manche Fragen sind vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so leicht zu finden, aber es ist alles machbar mit wenig Zeitaufwand und die Antworten sind meistens nur ein Wort, die Antworten im Adventsspiel. Ja, wir drücken über diese Dankbarkeit für all die Reisen, das ist jetzt mal dieses Thema, drücken wir
dem Universum quasi Reisefreiheit auf. Es muss das uns bieten, ne? Weil wir ja in der Vorstellung leben, wir sind frei und wir können reisen. Und in irgendeiner Form wird das Universum das auch bedienen. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, da war, habe ich einen Tipp bekommen in Polen, keine Maske, keine Kontrollen, kein nichts, da kann man hinreisen, ohne Theater zu bekommen. Da war ich dieses Jahr. Oder halt, dass ich, das in Polen ist das Meer ein bisschen zu kurz gekommen und dann habe ich halt gedacht, okay, ich fahre eh zur Demo nach Berlin, dann fahre ich zurück halt über die Ostsee. Und wollte eigentlich im Auto schlafen, auf dem Campingplatz, um da eben auch Toiletten und so zu haben. Aber da stand überall, 3G muss man sich wenigstens testen lassen. Oder vor deren Augen einen Schnelltest machen. Aber ich will ja nicht Teil des Systems sein. Ich bin seit Beginn der Krise, ich bin nicht einmal getestet worden. Ich weiß, dass das nicht jeder kann. Ich konnte es, weil ich selbstständig bin. Und habe einen Ausweg gesucht. Wo kann ich schlafen? Und es sollte ja auch nicht so teuer sein. Und dann habe ich mal gegoogelt, wie ist das denn mit Freistehen in Deutschland? Denn in Deutschland kann man überall da schlafen, wo man auch parken darf. Wenn das Parken über Nacht nicht erlaubt ist, natürlich nicht wie auf Fehmarn zum Beispiel. Da habe ich jetzt nicht geschlafen, aber da war ich halt trotzdem einen Tag. Da müsste man schon auf den Campingplatz. Naja, auf jeden Fall habe ich da eine tolle Reise gemacht. Die war so toll, dass sogar ich gebeten wurde, ein Interview darüber zu geben von Netzwerkreisen. Das war schon eine coole Sache. Dazu sind natürlich Fragen, aber es sind auch Fragen zu den Reisen. Zum Beispiel waren wir während der Corona-Krise auch in Schottland, mein Sohn und ich, und haben da wirklich so eine Lücke erwischt. Ne? Und das, weil diese Lücken immer erwischen oder auch finden, liegt natürlich daran, dass wir fest daran glauben. Und das ist ein Schlüssel, fest daran glauben und diese Vision zu haben. Der andere Schlüssel lautet Dankbarkeit. Das finde ich passt auch total gut jetzt in die Vorweihnachtszeit, für alles, was man hat, dankbar zu sein. Das klingt biblisch und religiös, aber manchmal hat die Bibel auch recht, ohne dass ich jetzt großchristlich bin. Aber wenn ich für etwas dankbar bin, habe ich ja eine positive Schwingung und freue mich darüber. Und auch das drücke ich der Matrix auf. Wenn man zum Beispiel immer Geldmangel, Geldmangel, Geldmangel empfindet, dann liefert das Universum immer Geldmangel, egal wie sehr man sich mehr Geld wünscht. Der Schlüssel ist, was ich auch in diesem Buch beschreibe, wo wir ja wirklich, es ging ums Jobcenter und die haben uns existenzsichernde Leistungen verwehrt. Wir hatten nichts mehr, ich war auch krank und zu drei Leuten, die Kinder waren in der Schule, ich wollte auch, dass die Abitur machen. Das wäre noch eine Alternative gewesen, dass sie kein Abitur machen können, aber ich bitte euch, ne? Naja, jedenfalls. Dadurch, dass ich da so drunter gelitten habe, wurde das Geld immer weniger. Und als ich dann irgendwann dachte, es geht, es kann nicht mehr gehen, habe ich halt, bin ich über das Buch The Secret, über das Buch gestolpert, die Wissenschaft des Reichwerdens. Das ist der Autorin von The Secret nämlich geschenkt worden. Und der Schlüssel ist, man stellt sich vor, man wäre schon reich. Gar nicht so einfach, wenn man nichts hat. Aber das letzte Bargeld, was ich noch hatte, habe ich halt immer vor meinem Bett ausgebreitet. Ich habe es gezählt, ich habe dran gerochen und dann kamen auf einmal wirklich riesig große Aufträge. Es hat wirklich funktioniert über dieses Gesetz der Anziehung. Gibt es mehrere Bücher auch darüber, aber in dem Buch, was beim Adventsspiel ja auch verlost wird, die Regeln und Informationen findet ihr auf www.12uxrench.de Reisen. Und das findet statt unter www.12uxrench.de Blog, wird aber alles untereinander verlinkt. Ne? Das sind eben meine persönlichen Erfahrungen, weil viele von euch kennen mich ja. Und wenn dann irgendwer ein Buch schreibt, will man es nicht glauben. Wenn man aber jemanden kennt, dem es gelungen ist, dann probiert man es vielleicht doch mal aus. Mal ganz ehrlich, was hat man denn auch zu verlieren? Dass man vielleicht nicht als Realist angesehen wird, dass andere Leute sagen, man wäre ein Träumer, mir egal, ich werde sowieso Querdenker genannt, ich werde rechtsextrem genannt, weil ich es wage, die Regierung zu kritisieren. Man hat echt nichts zu verlieren und man hat was zu gewinnen, auf jeden Fall. Und jetzt im Moment möchte ich halt, weil ich habe Fernweh und es gibt noch so viele Orte, die ich sehen wollte auf der Welt, ein paar habe ich ja jetzt auch gesehen. Als ich noch an Mangel gedacht hatte, waren wir halt nicht im Urlaub, weil wir immer dachten, wir können uns das nicht leisten. Als wir das dann begriffen haben, waren wir 2019 halt in Italien, in Holland, dann 2020 in Schottland,
2021 bin ich zweimal im Urlaub gefahren und das wird auch 2022 und auch 2023 so weitergehen, weil ich fest dran glaube. Und meine Art, das zu visualisieren, ist unter anderem auch das Adventsspiel, wo ihr auch was von habt. Nicht nur die Gewinne, sondern vielleicht auch schöne Reiseberichte, schöne Bilder von Reisen und Tipps. Zum Beispiel habe ich auch gerade, wir sind ja in einer Turbo-Tour durch Italien und da habe ich euch dann auch gezeigt, wie man das gut organisieren kann, wo man schlafen kann, wo es günstig ist und welche Strecken man am Tag schaffen kann, ohne dass es hektisch wird. Wobei man natürlich immer, wir haben das in 10 Tagen tatsächlich, 10 Tage Italien, ein wenig entzerren kann, indem man es halt einfach 14 Tage draus macht. Aber solche Tipps findet ihr dann auch, wenn ihr beim Adventsspiel mitmacht. Also die findet ihr auch, wenn ihr nicht mitmacht. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mitmacht, weil das ist immer ein Riesenspaß. Und am Ende gibt es dann immer noch auch so eine Nachweihnachtsfeier, habe ich immer After Christmas Event genannt. Die beginnt mit einem Workshop. Bisher waren es Pferde, aber da ich jetzt auch Hundetrainer bin, überlege ich vielleicht auch mal einen Workshop zum Thema Hund dieses Mal zu machen. Alles mal ein bisschen anders, wo man sich halt trifft mit den Hunden, wo man ein paar Übungen, die ich dann vorstelle, kostenlos eben für die, die mitmachen und die 10 Punkte erhalten haben, damit das nicht zu groß wird, das Event. Also wenn ich jetzt mit 20 Leuten, 20 Hunden, das kriegt man da nicht hin. Aber ich dachte so an 5, 6, 7, 8, 10, das wäre eine tolle Sache, wenn wir uns dann quasi zu einer Art Weihnachtsfeier treffen. Und wer keinen Hund hat, da, ich habe auch noch Ponys, das kriegen wir dann auch hin. Und danach haben wir uns halt immer bei mir im Haus zusammengesetzt. Und jeder hat noch was mitgebracht, Kuchen, Kakao. War immer wunderschön. Und ich hoffe, dass das 2022 dann auch stattfindet. Gibt es den Lockdown, verschieben wir es in den Sommer. Das wäre jetzt auch nicht das schlimmste Problem. Ja, seid dabei und lest die Bücher, gewinnt die Bücher, verschenkt die Bücher. Weil was wir im Moment am allerdringendsten brauchen, ist eine positive Gegenöffentlichkeit, frei von Angst. Weil, klar, wer Angst hat, drückt dem Universum natürlich auch den Wunsch nach mehr Angst auf. Wollen wir nicht. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschö.